Leute, wir haben schon wieder Samstag. Die Woche, die ging so schnell rum. Ich habe da nicht mit gerechnet. Ich wollte eigentlich innerhalb der Woche diesen Tag mitmachen von der Sonnenrocky. Ich habe die Fragen hier auch liegen und ich werde das gleich im Anschluss an dieses Video noch drehen, weil ich das unbedingt mitmachen möchte und ich habe es ja auch versprochen und ich finde die Fragen auch total interessant, soweit ich sie mir schon durchgelesen habe. Die ersten 3, 4 habe ich schon gelesen, weil ich das nämlich eigentlich letzte Woche schon nach meinem anderen Video direkt drehen wollte, damit ich das schon mal erledigt habe und so. Und dann dachte ich aber, ach, schneidest du erst das Cookie-Video und danach hat das mit dem Schneiden so lange gedauert, da war es dann irgendwie schon 9 Uhr, 10 Uhr oder so. Und dann hatte ich halt auch keine Lust mehr, das noch zu drehen, deswegen wollte ich das dann innerhalb der Woche machen. Und dann kam aber überraschenderweise ein Job rein und dann macht man ja eher den, um Geld zu verdienen als Student, ist ja nun mal so, dass man auch irgendwie gucken muss, wo man bleibt. Und deswegen habe ich es nicht geschafft, tut mir leid. Aber ich drehe das jetzt gleich noch. Ja, deswegen. So viel erstmal dazu. Ansonsten wird das hier heute ein Vlog, weil ich habe nämlich so viele neue Sachen irgendwie euch zu erzählen und so, dass ich das jetzt erstmal in diesem Vlog erledigen möchte. So, hier neben mir steht immer noch so ein Stuhl. Wir haben hier halt diese Sitzecke hier in meinem Büro, wie ihr an dieser blanken Wand seht, ist immer noch nicht weiter eingerichtet, leider. Ich habe mich inzwischen schon, glaube ich, für einen bestimmten Stuhl oder eine Stuhlart entschieden oder so, diese Sitzsessel, nach denen ich euch gefragt hatte. Aber ich habe es dann noch nicht gekauft, weil ich noch nicht so Preise vergleichen konnte und sowas. Deswegen sind das hier im Moment noch Stühle. Und auf dem Stuhl neben mir liegen jede Menge Sachen, die ich euch jetzt nach und nach vorstellen möchte. So, womit fangen wir an? Genau, also zuallererst vielen, vielen Dank für den Tipp mit den geschroteten Leinsamen. Ich hatte ja letztes Mal in meinem Video zu den Schoko-Cookies, wer es noch nicht gesehen hat von letzter Woche, da unbedingt mal reingucken, hatte ich euch erzählt, dass ich noch nie geschrotete Leinsamen gefunden habe. Ich habe da geguckt bei Edeka und bei Real und ja, bei DM, ihr meintet alle, bei DM gibt es die doch, warum hast du die nicht gefunden? Ja, da gibt's die, ich habe die gekauft und ich bin total gespannt, wie die Cookies mit geschroteten Leinsamen werden. Viele von euch wissen das ja vielleicht schon, weil sie die schon ausprobiert haben. Aber für mich wird das dann eine ganz neue Erfahrung, ich bin gespannt. Also vielen Dank erstmal dafür. Und dann, als ich bei DM war, habe ich direkt noch Maisgrieß mitgenommen, also Polenta. Weil irgendwie habe ich Lust auf Polenta, aber ich habe da auch wiederum kein Rezept für. Also wenn ihr ein gutes Polenta-Rezept für mich habt, hier steht auch eins auf der Packung, sehe ich gerade. Polenta Lauchauflauf, Grundrezept Polenta. Ja, das war's dann auch schon. Also ich wollte da mal bei chefkoch.de oder so gucken nach einem guten Polenta-Rezept. Aber wenn ihr da einen guten Tipp habt, dann schreibt mir das mal unten in die Kommentare bitte, weil irgendwie habe ich Lust auf Polenta, ich weiß auch nicht warum. Ich habe das irgendwann mal in einem Restaurant gegessen, einmal und seitdem nie wieder, aber irgendwie habe ich die letzten Tage so Lust auf Polenta. Keine Ahnung. Auch wenn ich da kein Rezept habe. Naja, und dann war ich noch im Bioladen, weil ich ein bestimmtes Gewürz brauchte. Und da wollte ich euch eigentlich auch so einen Bioladen-Lebensmittel-Haul machen. Hab das dann aber, wie gesagt, aus Zeitgründen nicht geschafft. Was ich euch auf jeden Fall aber empfehlen wollte, ist dieses Sonnentor-Probiermal-Paket mit 20 verschiedenen Teesorten. Bei mir ist so der Morgentee ausgegangen und dann habe ich einfach mal mich dafür entschieden, weil ich mich an diesem Riesenregal an Teesorten nicht entscheiden konnte, welche ich mitnehmen soll. Und da habe ich halt dieses Probiermahl-Set mitgenommen und ich finde das bis jetzt super. Also ich habe schon die ersten 4, 5 Tees die Woche über jetzt getrunken. Was ich noch nicht getrunken habe, ist der Abendtee, weil die sind genau in der Reihenfolge, in der die hier draufstehen, sind die dann auch hier drin farblich sortiert. Und das hat mich echt überrascht, dass die genau in der Reihenfolge da drin sind. Und deswegen, also die ersten habe ich schon, das sonnige Grüße war total lecker. Der Geburtstagstee war, glaube ich, nicht ganz so meins. Den Abendtee, den habe ich halt ausgelassen, weil ich halt nicht so der Abendteetrinker bin. Der liegt da noch, den werde ich aber jetzt auch die Tage mal trinken, weil ich irgendwie schon wieder so im Hals so ein bisschen das Kratzen merke. Viele sind ja irgendwie krank im Moment. Und da ist Tee trinken auf jeden Fall eine gute Idee. Naja, und da habe ich dann halt auch noch jede Menge andere Sachen gekauft im Bioladen. Aber wofür ich eigentlich da war, war dieses Berbere-Gewürz. So heißt das wohl. Also Berbere, ich weiß nicht, meine Kamera, die fokussiert immer auf mein Gesicht, solange das im Bild ist und nicht auf das Ding, was ich im Vordergrund zeige. Ja, also es ist auch von Sonnentor, also dieselbe Firma wie dieses, wie dieser Tee. Und das brauchte ich für ein afrikanisches Linsensuppengericht, was ich im Fernsehen gesehen habe bei
Frank Rosin, beziehungsweise ich habe das nicht im Fernsehen gesehen, sondern ich habe mir die Wiederholung online angeguckt auf kabel1.de. Ich verlinke euch auf jeden Fall mal die PDF zu dem Rezept, weil das war echt mega lecker. Das war mit rote Linsen, also so ein Eintopf mit roten Linsen und mit Tomaten und ein bisschen Tomatenmark, glaube ich, kam da auch rein. Ja, 5 Löffel Tomatenmark und halt dieses Berberegewürz und Mango, habe ich schon gesagt. Und also karamellisierte Zwiebeln und ein bisschen Knoblauch und Weißwein und so. Und das war mega lecker. Das habe ich auch wirklich dann noch 2 Tage danach jeweils warm gemacht. In der Mikrowelle. Da fällt mir auch direkt das nächste Thema ein. Unter meinem Indisch-Kochen-Video war ein Kommentar, dass man nichts in der Mikrowelle heiß machen sollte. Oder wenn man das heiß macht, dann abgedeckt. Mir war das bisher nicht bewusst. Da wurde dann auch ein Video verlinkt. Ich erinnere mich gar nicht, wer das geschrieben hatte. Also irgendwer von euch. Herzlichen Dank auf jeden Fall dafür. Diejenige hatte geschrieben oder derjenige hatte geschrieben, dass der hatte so ein Video verlinkt, wo gezeigt wurde, wenn man zwei Pflanzen, die eine mit gekochtem Wasser, die andere mit im Mikrowelle erhitztem Wasser, was man dann wieder abkühlen lässt natürlich, wenn man die damit gießt, dann geht die mit der Mikrowellen, Wasser geht kaputt und die mit dem normalen Wasser lebt weiter. Ich wollte das auf jeden Fall selber ausprobieren irgendwie. Ich glaube, ich muss mir mal so zwei Pflanzen holen. Und das dann mal selber ausprobieren, weil ich das irgendwie nicht glauben kann. Aber ich probiere das auf jeden Fall aus, demnächst. So viel auf jeden Fall dazu. Total lecker, dieses Rezept von Frank Rosin. Ich verlinke euch das auf jeden Fall unten in der Infobox. Dann als nächstes Thema war ich in einem anderen Bioladen. Das ist nicht derselbe. Aber das gibt es wohl deutschlandweit. Das ist, da sieht man das, www.greenbag.de. Das wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren und da werde ich euch dann auch noch drüber berichten. Das ist so eine Aktion, die haben halt hier so einen Flyer, das kann man sich aber auch auf der Internetseite ganz gut angucken. Da kann man sich 4 verschiedene Tüten aussuchen, die haben halt 4 verschiedene Bags, diese Green Bags. Und die kann man sich dann, je nachdem, in welchem Bioladen man das macht, kann man sich die nach Hause liefern lassen oder holt, oder muss die dann da abholen. Und man bestellt die halt eine Woche vorher und da ist dann halt jeweils. Da gibt es halt das Greenback Snacks, das Greenback Family, das Greenback Obst und das Greenback Duo. Greenback Family und Greenback Duo sind dieselben, nur einmal für eine Familie, 4 bis 5 Personen und einmal für ein Pärchen, also für 2 Personen. Das habe ich jetzt bestellt. Und dann habe ich noch dieses Greenback Snacks dazu bestellt. Da sind sowohl Gemüsesorten als auch Obstsorten, die man roh essen kann. Also vor allen Dingen das Gemüse, das man roh essen kann, wie Kohlrabi oder Mini-Gurken, Tomaten, Kresse, sowas. Und aber auch Obst, also Äpfel, Bananen, Erdbeeren und sonst was. Und dann gibt es aber auch nochmal dieses Greenback nur mit Obst, wenn man halt nur Obst haben möchte. Und die kosten jeweils 7,45 € für die Kleinen und das Family kostet 12,95 €. Glaube ich, müsste mal auf der Internetseite gucken. Und was ich daran so gut finde, ist, man kriegt halt bei den Gemüsebags, also bei den Family und Duo, kriegt man jeweils immer Rezepte dazu, was man dann mit dem Inhalt kochen kann. Und die sind wohl hauptsächlich vegetarisch. Wobei ich ja immer meine, man kann vegetarische Rezepte total einfach zu veganen umfunktionieren, indem man einfach die Milchbestandteile und sowas austauscht durch Sojamilch und Hafermilch und sonst was. Also, ja. Deswegen probiere ich das mal aus. Werde ich euch auf jeden Fall nochmal genauer darüber berichten, wenn ich das dann wirklich bekommen habe. Ich habe das bestellt für übernächste Woche Mittwoch, weil für nächsten Mittwoch wäre das schon zu spät gewesen. Und was auch gut ist, das ist halt alles Bio und das ist so aus der Region, soweit es geht. Das fand ich halt toll daran, dass das halt nicht so weite Wege macht und so. Ja. Deswegen, das habe ich ausprobiert. Und gab es sonst noch irgendwas? Keine Ahnung. Ach so, genau. Ihr hattet mich gefragt oder ihr fragt mich ja immer wieder so private Sachen und sowas, die ich halt nicht so in der Kürze, man hat halt immer nur 500 Zeichen und dann in so einem Kommentar und das dann alles immer so genau zu erklären, was arbeitest du, wo wohnst du genau, was machst du so sonst im Leben und so. Das ist halt immer so super schwierig für mich zu schreiben in 500 Zeichen und ich finde es doof, dass das dann immer unter einem Video ist, was damit überhaupt nichts zu tun hat. Deswegen wollte ich euch fragen, ob wir nicht mal so ein Q&A machen sollen, also so ein Frage- und Antwort-Ding. Wenn ihr da Fragen habt, einfach unten in die Infobox schreiben, dann gucken wir uns das mal an, was ich da beantworten möchte und was ich da beantworten kann. Und dann machen wir das auf jeden Fall auch. Jetzt gleich kommen ja auf jeden Fall schon jede Menge Antworten zu
Sonnenrockies Vegan-Tag. Da sind ja auch schon so ein paar Sachen dabei, die euch brennend bestimmt interessieren. Ach so, genau, und dann kommt noch was. Und zwar habe ich das ja schon auf meiner Facebook-Seite am Sonntag, glaube ich, gepostet oder so. Wir sind ja knapp vor 500 Abonnenten und ich freue mich da tierisch drüber. Also ich habe mich schon letzte Woche gefreut, als 400 erreicht waren. Da bin ich hier wirklich durch die Wohnung gesprungen und meinte, 400, 400. Ich hätte da nie mit gerechnet und wir sind jetzt knapp unter der 500er Marke. Deshalb habe ich mir überlegt, ich habe eh noch was da liegen, was ich euch die ganze Zeit schon erzählen wollte. Und wenn wir 500 Abonnenten erreichen, dann machen wir das. Dann mache ich eine Verlosung mit einem ganz bestimmten Ding. Was ganz toll ist, glaube ich. Und deswegen, da könnt ihr euch schon mal drauf gespannt sein. Ja, so viel dann dazu. Also eine Verlosung bei 500, das müsste ich eigentlich heute auch noch drehen, weil wir sind bei 490, 494 oder so, glaube ich, im Moment. Eigentlich müsste ich das heute dann direkt auch noch hinten dran drehen, damit ich das rechtzeitig da habe, wenn es dann soweit ist. Mal gucken. Auf jeden Fall, ich drehe jetzt noch das. Das könnt ihr euch dann hier angucken. Ich verlinke euch das hier direkt und wir sehen uns nächste Woche Samstag hoffentlich wieder. Ich hoffe, die nächste Woche wird nicht ganz so stressig, was Arbeit angeht, damit ich mal ein bisschen Zeit habe, mich wieder mit Videos und Rezepten und so zu beschäftigen. Aber naja, geht halt manchmal nicht anders. Ne? Wir sehen uns dann gleich in dem anderen Video und bis dann. Tschüss.